Cowboy und die Schmetterlingstruppe. Los, lasst uns in den Zoo Löwen und Tiger anschauen. Ihr seid so träge. Connor, hör auf, uns zu schubsen. Außerdem wollen Greg und ich zuerst zu den Schmetterlingen. Ich bringe ihnen diese Blumen als Futter mit. Schmetterlinge? Oh nein, die flattern nur rum. Ich möchte zu den Raubkatzen mit ihren riesigen Zähnen und Krallen. Jetzt kommt endlich los. Connor, du bist viel zu grob. Wir wollen die Schmetterlinge sehen. Danach können wir gemeinsam zu den Löwen und Tigern. Nein. Seht ihr, Schmetterlinge sind so langweilig, dass alle gehen. Nein, sie gehen, weil sie enttäuscht sind. Die Schmetterlinge sind verschwunden. Echt? Wohin denn? Das ist kein Schmetterling. Das ist eine Motte. Luna Girl. Also hat sie alle Schmetterlinge gestohlen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Boy. Suchen wir wirklich nach Schmetterlingen? Ja, und die fliegen, also brauchen wir ein fliegendes Gefährt zum Eulengleiter. Sollte Luna Girl Schmetterlinge stehlen? Warum nicht was Cooles und Toughes? Wie ein Löwen. Eulenaugen. Da vorne. Ein Schmetterling. Wahrscheinlich ist der Luna Girl entwischt. Vielleicht schaffen wir es, dass er uns folgt. Hey, Schmetterling. Willst du mit mir fliegen? Komm, ich bring dich heim. Hä? Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Hey, der Schmetterling ist... Hab dich. Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus, er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon, flieg hierher. Ja, kommt! Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Superkatzentempo! Einer und zwei, drei! Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut. Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich. Ich will ihnen doch nur helfen. Also, wo ist Luna Girl mit den anderen? Hey, seht, sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg, ich brauche euch nicht mehr. Komm, PJ Masks, los geht's. Ihr mickrigen Motten habt's voll vergeilt. Ich probier die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus. Ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge. Nicht so schnell, Luna Girl. Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen. Oh, also gut, Motten. Das ist eure letzte Chance. Schafft die Pyjama-Plagegeister weg. Wow. Hört auf!
Deine Motten sind sehr fleißig, aber mit meinem neuen Leben kannst du mich nicht aufhalten. Natürlich kann ich das, mit meinen neuen Handlangern. Wo wollt ihr denn hin? Schnappt ihn, Schmetterlingsschutztrupp, oder mein Mondmagnet hält euch für immer gefangen. Es ist ja nicht so, dass du Löwen und Tiger auf mich hetzt. Catboy rettet sie mit dem Schmetterlingsnetz. Hi-ya! Nein, 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 nein! Wow, wo fliegt ihr denn hin? Nein! Hey, hört auf damit! Fliegt zurück in die Kiste! Ihr versteht das falsch. Ich will euch retten. Catboy, hör auf, so grob zu sein. Hä? Worauf zeigt ihr denn? Hä? Hey! Nein! Haben mich die Schmetterlinge gerade auf meinen Allerwertesten geschubst? Ja, das stimmt, Catboy. Wiedersehen, unnütze Motten. Genau so war's richtig. Ich hab doch nur versucht, sie zu retten. Vielleicht waren sie böse, weil sie in einer Kiste waren. Keiner wird gern rumgeschubst. Ist es nicht so? Ja, du hast recht. Ich war grob zu ihnen. Und als sie mit mir grob waren, mochte ich es auch nicht. Seht ihr, PJ Masks? Diese einfältigen Flatterer hier folgen mir und sie werden alles tun, was immer ich ihnen sage. Los, Schmetterlingsschutztrupp! Schnappt sie euch! Was macht ihr? Ihr sollt sie ergreifen! Ach, ihr seid unnützer als die Motten! Dass Luna Girl zu ihnen grob ist, mögen sie auch nicht. Ha! Dann hole ich euch mit meinem Mondmagnetenstrahl! Tut, was ich euch sage, ihr verrückten Flatterer! Aufhören! Stopp! Oder ich! Grob und derb zu sein, bringt's nicht. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Du bringst die Schmetterlinge dazu, hinter dir herzufliegen. Und du benutzt deine Farben. Alles okay, klar. Catboy. Wir bringen die Schmetterlinge dazu, wieder ins Tageslicht zu fliegen, indem wir nett sind und ihnen das geben, was sie am liebsten essen. Blumen? Aber wir haben keine. Kein Problem. Super Katzentempo. Zeigt nicht mit dem Finger auf mich. Ihr habt gefälligst zu tun, was ich euch sage. Wie? Schnappt sie! Okay, PJ Masks, bringen wir die Schmetterlinge heim. Behutsam. Hallo, Schmetterlinge. Wollt ihr mit mir fliegen? Dann folgt mir. Seht meine Farben, Schmetterlinge. Kommt, ich zeig sie euch. Was? So gefällt es euch? Netti, netti. Das stimmt, Luna Girl. Und jetzt versuche ich es auch. Es tut mir sehr leid wegen vorhin, Schmetterlinge. Hier sind so viele Blumen, wie ich nur finden konnte. Seht ihr? Bitte kommt mit uns. Genau. Gut gemacht, Schmetterlinge. Danke euch. Hä? Ah! Was? Mein Mondmagnet ist verstopft? Oh! Wartet, Schmetterlinge. Ihr dürft nicht mit ihnen mit. Motten? Worauf wartet ihr, Dummköpfe? Schnappt sie euch! Ihr sollt sie euch schnappen, verstanden? Ihr doofen, trottligen, muffigen Motten! Oh, hallo Motten. Wollt ihr mitkommen? Das würde uns sehr gefallen. Ja, ich verspreche, ich werde nett sein zu euch. Nein, 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 nein! Jetzt hab ich keine Helfer mehr! Sowas. Irgendwie habe ich Mitleid mit Luna Girl. Es tut mir leid, Motten. Ich werde nicht mehr versuchen, euch auszutauschen. Ihr werdet doch bei mir bleiben, oder? Oh. Ihr seid fast daheim, Schmetterlinge. Oh.
PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Greg, Amaya, schaut! Wenn ich ganz vorsichtig und nicht grob bin... Cool, hä? Huh? Ha! Was für doofe Schmetterlinge! Roar! Hey, pass auf! Oh, war ich etwa zu grob? Huh? Hey, was wollt ihr denn? Hey, aufhören! Ich bin total kitzlig! Das ist, weil du grob zu ihnen warst, Cameron. Sei behutsam. Und was mache ich jetzt? Jetzt hast du ein paar neue Schmetterlingfreunde. Na ja, irgendwie sind sie doch cool. Schau PJ Masks im Disney Channel.